Servus und willkommen zu einer neuen Folge World of Warcraft Mists of Pandaria mit unserem Jäger Sinhunter. Und da ist schon ein Gegner gespawnt. Töten wir den mal ganz schnell. Wir waren ja letztes Mal hier in der Höhle damit beschäftigt, uns auf den Weg zu Shadra zu machen. Da vorne sehen wir sie auch schon. Mortagia, die Bewahrerin. Sobald wir das haben, dürften wir ein Level up haben und im Prinzip auch hier mit den Quests fertig sein. Gehe ich jetzt einfach mal stark von aus. Das ist ja so mit der letzte Abschnitt von Jinta Alor. Ich denke nicht, dass hier noch allzu viel kommen wird. Vielleicht müssen wir noch einmal hier ganz nach oben, aber das werde ich dann, denke ich, nicht mehr machen. Sondern ins nächste Questgebiet ziehen. In die westlichen Pestländer. Weil wir sind jetzt bald Stufe 35. Das ging jetzt wirklich flott. Wir sind heute bei Folge 34, wenn ich das richtig sehe. Also so ein Level pro Folge ungefähr. Plus zum Ende hin wird es natürlich ein bisschen länger dauern, aber denk so mit 150 Folgen sind wir auf jeden Fall gut dabei. Vielleicht schaffen wir es auch in 120, man weiß es nicht. Dadurch, dass wir hier keine Questtexte vorlesen, geht das ja doch alles ziemlich schnell. Also wir sparen uns da schon gute Zeit. Ah ja, ich könnte eigentlich den Aspekt des Geparden anmachen. Damit sind wir ja ein bisschen schneller, ne? Genau. Bewegungstempo um 30% erhöht. Darf natürlich nicht vergessen, das auszuschalten, wenn wir uns irgendwelchen Gegnern nähern. Weil, wenn wir so getroffen werden, werden wir benommen, ne? Genau, werdet ihr 4 Sekunden lang benommen. Das heißt, hier können wir wieder umschalten. So, wunderbar. So. Ja, wir müssen hier definitiv einfach schnellstmöglichst rausgehen. Mal gucken, komme ich hier hinten an der Seite hoch? Yes. Gut, dann suchen wir jetzt einfach den kürzesten Weg. Hubschrauber wird dann wahrscheinlich despawnen, aber ist ja auch egal. Den können wir ja dann wieder rufen, wenn wir ihn brauchen. Das geht ja flotti flotti. Jetzt muss ich nur mal gucken, hier waren die Treppen, gell? Genau. Ich springe einfach runter, denke ich. Mag jetzt nicht allzu viel Zeit verschwenden. Mal gucken, ob wir hier hinten schneller runterkommen. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Na gut, das könnte wehtun. Das könnte definitiv wehtun. Ja, das war vielleicht keine so gute Idee. Ich springe jetzt mal hier runter. Das geht, okay. Und hier könnten wir auch runter. Alles klar, wir haben es überlebt. Sehr gut. Hier hinten können wir dann die Quests abgeben. Und ich denke, dann sind wir hier tatsächlich fertig. Mal gucken. Kommen wir von hier in die westlichen Pestländer? Das wäre jetzt die nächste Frage. Nistgipfel, vielleicht über diesen Weg hier. Wenn hier ein Weg ist. Keine Ahnung. Müssen wir dann mal gucken. Was geht euch durch den Kopf? Mir geht gar nichts durch den Kopf. Gibt es hier irgendwas Schönes für uns? Ausdauer und Intelligenz. Das wäre doch sehr, sehr schön für uns. Nein, Spaß. Ich glaube, den Witz brauche ich nicht mehr so oft bringen. So lustig ist der irgendwann nicht mehr. Lass mal gucken. 59. Nehmen wir mal das hier. Sonst können wir ja nichts benutzen. Ne? Ausdauer, Int, Stärke. Das ist Kette. Und einige Waffen können wir eh nicht tragen. Als Jäger. Das war ja früher, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, früher konnten Jäger, beziehungsweise Schusswaffen waren nicht nur auf Fernkämpfer festgelegt, dass nur Fernkämpfer Schusswaffen benutzen können. Krieger konnten zum Beispiel auch eine Fernkampfwaffe haben, in der zweiten Hand, die sie halt benutzen können, um zum Beispiel Gegner zu pullen, um bis sie halt quasi in den Nahkampf gehen, wo sie dann halt automatisch auf Schwert etc. wechseln. Und Jäger konnten halt auch normale Waffen tragen. Deswegen wäre das früher auf jeden Fall eine nette Waffe für den Jäger gewesen. Einfach weil es für Distanzwaffen einen komplett eigenen Slot gab. Und ja, aber sonst, jetzt können wir damit nichts anfangen. Ich würde sagen, das nehmen wir trotzdem mal. Und Level up tatsächlich, wunderbar. Bleibt sauber. Können nochmal ganz kurz gucken, was ist denn ein einlullender Schuss?
Was ist ein tödlicher Schuss? Ihr versucht ein verwundetes Ziel zu töten, indem ihr einen weitreichenden Schuss abfeuert, der 420% Waffenschaden verursacht. Die Fähigkeit tödlicher Schuss kann nur verwendet werden, wenn das Ziel über 20% Gesundheit oder weniger verfügt. Das ist natürlich sehr, sehr geil. Und es verbraucht scheinbar keinerlei Fokus. Das ist cool. Ein lullender Schuss. Verursacht einen Wuteffekt und einen Magieeffekt. Versucht einen Wuteffekt und einen Magieeffekt von einer feindlichen Kreatur zu entfernen. Okay, das ist zum Dispellen. Das ist sehr, sehr cool. Den tödlichen Schuss könnten wir uns auf jeden Fall mal in die Leiste holen. Den einlullenden vielleicht auch, aber so wichtig empfinde ich ihn jetzt nicht. Aber der tödliche Schuss kann auf jeden Fall ziemlich geil sein, glaube ich. Der verbraucht wohl wirklich überhaupt keinen Fokus. Das ist ja richtig krass. Macht das Ziel benommen. Ich würde sogar sagen, dass wir das vielleicht auf die 4 packen, dass ich da schnell mit dem Finger drauf komme, falls wir das aktivieren können. Das sollte auch wieder so einen goldenen Rahmen bekommen, sobald es soweit ist. Ja, coole Sache, auf jeden Fall. Den erschütternden Schuss, den benutze ich ja eh nicht so oft. Könnte ich eigentlich irgendwie mal auf irgendeine Taste legen, wo ich schnell rankomme. Gut, was ist das hier für eine Quest? Sprecht mit Anachoretin Traska bei der Jagdhütte Keldaniel. Wo ist denn die Jagdhütte Keldaniel? Das weiß ich nicht. Nehmen wir die mal ab, wir können hier wieder abbrechen. Keldaniel. Okay, da vorne ist das. Ja, wir können die ja auf dem Weg mal mit abgeben. Wir könnten jetzt auf jeden Fall hier noch diese mechanische Hühnchen eskortieren. Früher ging das bis hierhin ans Ufer, aber inzwischen sind die Quests, glaube ich, so weit abgeschwächt, dass wir ihn ungefähr hier bis zur Straße bringen müssen. Deswegen können wir das noch ganz schnell machen, bevor wir weiterziehen in die westlichen Pestländer. Ja, Freunde, es geht gut voran. Stufe 35, Wahnsinn. Wir sind jetzt mit den Leveln quasi den Folgen voraus. Folge 34, Stufe 35. Das ist schon krass, das ist schon krass. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so flott geht. Weil an sich, das sind 15 bis 20 Minuten maximal pro Folge. Also so viel Zeit ist das nicht, die wir hier rein investieren. Das ist schon echt erschreckend, wie schnell man heutzutage leveln kann. Na, da komme ich nicht vorbei. Damn, da will ich vorbei. Nein, hänge ich jetzt fest? Na, da kommen wir vorbei, alles klar. Kommt Hubschrauber auch? Ja, da kommt er ganz flott hier im Galopp. Hoppeldi, sehr schön. Der war hier hinten, glaube ich, auf so einer kleinen Insel. Wenn ich mich richtig erinnere. Schauen wir gleich mal. Da hier vorne müsste da sein, auf der kleinen Insel hier. Ja, tatsächlich, da auf der Karte sehen wir das auch nochmal. Das müsste hier nur bis zur Straße ungefähr gehen. Wie gesagt, die Quests haben sie sehr krass abgeschwächt. Früher kamen da auch voll viele Gegnerwellen und sowas. Das gibt es heutzutage, glaube ich, nicht mehr. So, das können wir machen. Bringt OOX09HL in Sicherheit. Lustiges Tier. Dass das Vieh schwimmen kann, ist natürlich auch cool. So, mal gucken. Nee, ich denke, wie gesagt, ich habe diese Quests, glaube ich, schon länger nicht mehr gemacht, aber es ist definitiv nichts, wo man irgendwie sich anstrengen muss. Das war früher definitiv schwieriger. So, hier vorne müsste das auch eigentlich direkt schon enden. Den vielleicht auch noch. Also früher sind hier, wie gesagt, Gegnergruppen gespawnt, als man das Viecher eskortiert hat. Oh, den tödlichen Schuss hätte ich jetzt gerne mal ausprobiert. Gut, machen wir dann einfach beim nächsten. Das muss ja bei Bossen sehr, sehr geil sein. 10 Sekunden Abklingzeit. Das heißt, alle 10 Sekunden einfach mal 420% Waffenschaden machen. Es läuft ja doch ein Stückchen weiter vor. Okay. Weil das hat ja keine Kosten. Das ist schon richtig, richtig krass. Muss ich auf jeden Fall demnächst mal ausprobieren. Vielleicht können wir ja mal so einen Elite-Gegner oder so angreifen. Einfach so random, weil wir Spaß dran haben. Läuft der jetzt doch ziemlich weit. Ach, okay, das geht bis da vorne hin. Alles klar.
Das ist aber trotzdem immer noch weniger, als das früher der Fall war. Wie gesagt, da musste man ihn bis hier unten ans Ufer eskortieren. Das ist halt schon eine Meile. Und dazwischen kamen halt 2, 3, 4, 5 Mal irgendwelche Gegnergruppen mit 3 Gegnern jeweils. Und damals haben die Klassen auch allesamt nicht so extrem viel Schaden gemacht, wie das heute der Fall ist. Wie gesagt, das war deutlich, deutlich schwieriger, als das aktuell der Fall ist. Guck mal, wir laufen hier jetzt einfach nur mit dem Viech rum. Das ist lächerlich. Wenn die wenigstens mal irgendwelche Gegnergruppen spawnen würden. Aber so ist das einfach nur, ja, super spannend. Also bei manchen Sachen, wie gesagt, frage ich mich, was Blizzard sich da für Gedanken gemacht hat. Kann ich mir so teilweise überhaupt nicht erklären. Weil ich meine, die Quests macht es irgendwie überhaupt keinen Spaß, um ehrlich zu sein. Guck mal, die ersten Gegnergruppen. Na gut, immerhin eine Gegnergruppe. Wie gesagt, früher waren das 2, 3, 4 teilweise. Da ging es dann schon richtig krass ab. Wo müssen wir die Quest denn abgeben? Ich glaube, die müssen wir ganz woanders abgeben. Oder in Beutebucht, soweit ich mich erinnern kann. Genau. Also wir hätten uns die Quest eigentlich auch sparen können, weil ich sicher nicht nach Beutebucht gehen werde jetzt. Das brauchen wir eigentlich aktuell überhaupt nicht. Schlingdorntal. Ja, Stufe 30 bis 35. Da sind wir jetzt eh schon drüber. Da gehe ich lieber in die westlichen Pestländer. Ja gut, also wir könnten die Quest eigentlich auch abbrechen. War jetzt ein bisschen doof, da habe ich gar nicht so weit gedacht. Das ist mir jetzt erst wieder gekommen, als wir die Quest abgeschlossen haben, dass wir das in Beutebucht abgeben müssen. Vielleicht mache ich das auch einfach mal offscreen, um ein bisschen Erfahrungspunkte zu kriegen. 8000 ist auf jeden Fall eine Menge. Kann man sich definitiv freuen. Oh, und ich sehe gerade, wir können seit Stufe 30... ein neues Talent auswählen. Feuert ein magisches Geschoss ab, das den Gegner sowie alle weiteren Ziele im Umkreis von 5 Metern um die Einschussstelle 10 Sekunden lang mit dem Pfeil verbindet. Okay. Wenn sich eine verbundene Einheit weiter als 5 Meter vom Pfeil entfernt, wird sie 5 Sekunden lang betäubt. Klingt gar nicht mal schlecht. Wyverngift. Verschießt einen Stachel, der das Ziel 30 Sekunden lang einschläfert. Jeglicher erlittene Schaden hebt den Effekt wieder auf. Auf dem Ziel kann gleichzeitig nur ein Gift pro Jäger aktiv sein. Okay. Befiehlt eurem Tier, das Ziel einzuschüchtern, wodurch es 3 Sekunden lang betäubt wird. Sind eigentlich alle 3 interessant. Muss ich mir mal gut überlegen, falls einer von euch sich gut mit dem Jäger auskennt und hier so für den PvE-Quest-Content was vorschlagen kann, dann könnt ihr das gerne über die Kommentarfunktion unten unter dem Video machen. Nehmt natürlich jeden Tipp sehr gerne an, einfach weil ich mich auch einfach in den Jäger wieder ein bisschen einspielen muss. Und früher war das ja eh alles komplett anders. Also falls einer irgendeine Idee hat, welches von den dreien wir nehmen sollten und am besten auch noch den Grund dafür in die Kommentare schreiben, dann wäre das klasse. Dann kann ich mir da mal so ein Bild von machen. Vielleicht bringt ihr auch irgendwelche neuen Denkanstöße, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme, nachdem ich es einmal jeweils durchgelesen habe. Ich tendiere ja zum Wyverngift, wobei Einschüchterung auch ziemlich cool ist. Bindender Schuss ist, denke ich, ja, eher sinnvoll, wenn man wirklich gegen viele, viele Gegner immer öfter kämpft. Aber dafür haben wir eigentlich so gesehen noch nicht so viele AOE-Angriffe. Wir haben unseren Mehrfachschuss, der verbraucht aber auch ziemlich viel Fokus. 40 Fokus ist eine Menge. Ja, die eine Quest hier, die werde ich nicht abgeben. Jagdhütte Keldanil, weil wir werden ja hier eh nicht questen. Die können wir abbrechen. Ich würde sagen, dass wir uns jetzt direkt auf den Weg in die westlichen Pestländer machen. Denkt, das machen wir in der Folge noch. Okay. Und ab der nächsten Folge geht es dann in den westlichen Pestländern weiter. Da hat sich auch einiges geändert, soweit ich mich erinnern kann. Überhaupt mit Cataclysm hat sich so viel geändert in der Welt. Also das ist jetzt nicht seit gestern so, sondern das ist schon so eine... seit, ja, 2, 3 Jahren. Knapp 3 Jahre. Cataclysm kam vor ungefähr 3 Jahren, ne?
Vor einem Jahr ungefähr Mists of Pandaria, sogar schon länger, September 2012, kann das sein? September, November, so um den Dreh rum. September, Oktober oder November, irgendwann um den Dreh rum kam, glaube ich, Mists of Pandaria. Also das neue Add-on, Warlords of Draenor, das wird, denke ich, auch demnächst kommen. Ende von diesem Jahr vielleicht? Weiß nicht, ob es da inzwischen ein aktuelles Veröffentlichungsdatum gibt seitens Blizzard. Ich denke mal, viertes Quartal 2014 ist so das, was angesetzt ist. Blizzard bringt ja aktuell alle zwei Jahre ein Add-on raus. Das würde dann auch zeitlich passen, wenn wir vom vierten Quartal ausgehen, vielleicht zum Weihnachtsgeschäft, um da nochmal quasi die Umsätze ordentlich hoch zu pushen. So, dann schauen wir mal. Daromersee. Ja, gibt auf jeden Fall einiges zu tun hier. Definitiv. Müssen wir nur mal gucken. Da hinten müssen wir eigentlich nicht hin. Soweit ich weiß, gibt es hier vorne ein Lager, genau. Ich würde sagen, dass ich das einfach mal offscreen mache. Ich werde jetzt auch kurz eine Pause machen, weil die Mietze hier ein bisschen spielen will. Ich bedanke mich fürs Zugucken und würde sagen, wir sehen uns morgen um 14 Uhr wieder, wenn wir dann hier in den westlichen Pestländern questen. Bis dahin, ciao!